Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal geht es um ein Rohkostrezept und zwar leckere Pommes frites. Viel Spaß dabei! So, was wir in Zutaten alles dafür brauchen, seht ihr jetzt. Das sind einmal ganz wichtig Kohlrabi, denn wir haben Kohlrabi anstatt mit Kartoffeln. Dann Kurkuma. Um das Ganze nachher einzufärben. Wir brauchen ebenfalls Tomaten, Datteln und eingeweichte getrocknete Tomaten. Als allererstes müssen wir diesen Kohlrabi so schneiden, einfach blöd wegmachen, das dann wie Pommesstift schneiden. Ja, das werde ich dann mal tun. So, das hier sind jetzt die geschnittenen Kohlrabi. Stücke und die werden jetzt mit Kurkuma gemischt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich glaube, ich habe doch etwas zu viel Pulver genommen, aber hey, sieht doch ähnlich wie Pommes aus. Und jetzt kommt noch die Tomatensauce. Und zwar wird das hier jetzt noch gemixt, Tomaten, Datteln, getrocknete Tomaten. So sieht der Capture fertig aus. Wundert euch nicht, dass ihr ein Standbild habt. Der Akku war leer und darum habe ich hier nur Fotos. Aber ich denke, ihr versteht, wie es aussieht. So. Natürlich auch ein Bild von dem fertigen Ergebnis. Pommes frites mit Capture und ein paar Kräuter. So, und den Schluss nehme ich dann doch noch für euch auf. Und zwar, da ich noch etwas sagen möchte, dass ich nur meine Videos immer Montag, Mittwoch und Freitag, soweit es mir möglich ist, hochladen werde, wahlweise auch Samstag oder Sonntag. Einfach weil ich ja jetzt begonnen habe, so alle zwei Tage mein Video hochzuladen, beziehungsweise mal alle drei Tage. Und ich denke, das wäre dann so ein ganz regelmäßiger Rhythmus. Ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit beim Nachmachen von meinem Rohkostrezept, was ich da versuchsweise ausprobiert habe. Wichtig ist weniger frische Tomaten, da der Ketchup ziemlich flüssig war und auch weniger von dem Kurkuma, da dieser ein eigener bitterer Geschmack hat und es da so nicht mehr so ganz so gut schmeckte. Ja. Aber das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch einen guten Appetit und einen wundervollen Tag, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Macht's gut.